Welcome to my end. Moin moin Leute und ein ganz ganz liebes herzlich willkommen zurück zu Hearthfing Heroes of Warcraft. Was wir jetzt gleich sehen werden, ist nichts anderes als die Konsequenz daraus, wenn man nicht weiß, wann man aufhören soll. Oh, ich habe noch den ganzen Tag versucht, wieder auf die entsprechende Leistung zu kommen. Ich habe es da nicht geschafft und jetzt habe ich das Spiel einfach mal 3 Tage ruhen lassen. Und jetzt habe ich auch ein paar Spiele wieder gewonnen. Das dann auch ganz gut. Ja, Leute, das ist echt... Das kann einen ganz schön stressen, dieses kleine bunte Kartenspiel, muss ich mal so sagen. Oioioioioi. Aber es macht auch Spaß. Na klar. Gul'dan versus Gul'dan. Gegen Zugriff. Your soul shall be mine. I am your nightmare. Probieren wir es mal. Ob wir da irgendwelche Value rauspressen können. Wump, wump. Und so. Und wenn wir gleich Glück haben, wird nicht der abgeworfen. Gucken wir mal. Ah, da haben wir noch einen zweiten im Deck. Das ist ein Reno-Lock, glaube ich. Kann das sein? Könnte doch sein. So. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Ha! Natürlich. Es ist ja immer so, aber ist nicht schlimm. Also noch nicht. Mal gucken, was noch passiert. So. No, you're not ready. Ja. Das war nicht ganz, was ich dachte. Oh ja. Oh, entschuldigt, Leute, ich bin so ein bisschen noch am Gähnen und so, weil ich heute mal ein bisschen eskalativ schlafen musste. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber es gibt manchmal diese Tage, da braucht man mal so ein bisschen mehr Schlaf als sonst. Und das war bei mir heute der Fall. Ich glaube, ich habe in der Nacht 11 Stunden geschlafen. Irgendwie so 10 bis 11 Stunden. Super gut. So, was machen wir jetzt vor lauter Freude? So vielleicht. Mal gucken, was passiert. Fump. 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 So, er kann natürlich Hellfire machen oder sonst irgendwie was Fieses, aber das kann er ja sowieso als Reno-Lock ganz gut. Und dann stehen wir auf dem Schlauch, so wie jetzt. Dabei gehören Pinguine da eigentlich gar nicht hin, also auf den Schlauch. Meine, was sollen wir da? Urk, 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 urk. Pling, pling. Ah, ich habe eine Frage an euch. Genau, die wollte ich eigentlich schon vor 2 Folgen oder so gestellt haben, aber weil ich immer so perfekt organisiert bin, dass ich mir nichts aufschreibe und mein Schreibtisch aussieht wie ein Schlachtfeld, habe ich das immer vergessen. Nee, ich wollte mal fragen, ob ihr eigentlich Bock drauf hättet, wenn es mal einen Livestream gäbe. So mit mir vielleicht und vielleicht auch dem Fuchsen oder so. Hier für Hearthstone. Ja, ob ihr da Bock drauf hättet. Mal so 2-3 Stunden am Stück. Also ihr müsst ja nicht die ganze Zeit dabei sein, aber so, wisst ihr, von der Idee her? Tja. Ach, ist das wieder alles schwierig hier. Ja, jetzt habe ich es falsch rum gemacht, ne? Oh Mann, ich mach's immer falsch rum.
Mann, oh. Ich hätte den da hinlegen müssen. Ja. 2, 5, 6 hätten 7 sein können. Macht das einen Unterschied? Ja, wenn ich einen Doomguard ziehe, dann ist es genau der Unterschied. Eieieiei. Schon wieder sowas. Oh. Wow. Das ist krass. Konstant Druck anlegen. Ach ja. Leute, habt ihr gesehen, dass inzwischen unser kleines Dankeschön-Video an euch raus ist? Das kann ich ganz dringend empfehlen. Dass ihr da mal reinschaut. Ja, wir haben uns viel Mühe gegeben und eines der besten Spieler aller Zeiten ausgesucht, um euch nur das Beste zu präsentieren. Nee, natürlich nicht, sind ja eure derpigen Tiere. Aber guckt trotzdem mal rein. Es ist auf seine eigene Art und Weise sehr faszinierend, dieses Spiel. So, aha. Ja, ja. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als Face zu gehen, oder? Hätte ich den traden sollen? Nein. Sowas macht man nicht. Ich finde das interessant, hat er die gerade generiert aus dem da? Na, wo kamen die jetzt her? Ja, created by Dark Paddler, alles klar. Ich dachte schon, sowas spielen die doch gar nicht in ihrem Deck normalerweise. Obwohl man auf Rang 8 natürlich auch nicht weiß. Da sind ja auch Pinguine, die Misplays machen, die sie dauerhaft wahrscheinlich und bis ans Ende ihrer Tage Rang 5 kosten. Ach ja, das kleine Uldaman hier. Das ist doch Uldaman, oder? Da verlaufe ich mich immer. Oh, wenn ich da Tank bin. Eieieiei, da tun mir Schafe und Fuchsen leid. Die das ertragen müssen, wie ich hier dörflich durch die Gegend laufe. Und dann vergesse ich immer den Obsidian-Kraftkern oder irgendwie so. Ja, und dann laufe ich zurück und dann ist das Monster despawned in der Zwischenzeit. Dieser Golem da. Illidan Lord of the Burning Legion. Das ist gut für ihn. Das ist leider gut für ihn. Schlecht für uns. So tragisch alles. Tja, man macht da aber auch nicht mehr viel. Hm? Wenn erstmal der Wurm drin ist, ist der Wurm auch drin. So, so. Glaube ich. Mach was, Jaraxxus, Illidan Lord of the Burning Legion. 2, 4, 6, 10. Das ist wenig, ne? Ja. Aber nochmal eben 4 Damage rauszudrücken, das wäre schon möglich. So deckseitig, meine ich. Aber er macht natürlich fiese Sachen. Pum. You go face? You will not go face. Oh, das war's. Das war's leider für uns. Da kommen wir nicht durch. Und selbst wenn, haben wir dann noch unsere Ressourcen verbraucht, die wir an anderer Stelle gebrauchen könnten. Tja. Ja. Alles klar.
Ich habe jetzt gar nicht so genau aufgepasst. Das war unser erstes Discard-Lock-Match gerade. Nein, ich wollte hier auch mal zwei spielen. Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen. Ach, wir machen das trotzdem. Wir spielen noch ein zweites mit ihm hier. Das zweite wird schneller. So oder so. Oh, da werden wieder Türen geschlagen. Ja, gegen Garrosh geht das immer schnell. Da weiß man nach dem vierten Zug, ob man gewonnen hat oder ob man gecrushed wurde. Warum reden die eigentlich immer so? Your soul shall be mine. Genesis. Haben wir gegen den nicht schon mal gespielt? Ah, ist vielleicht auch ein recht gewöhnlicher Name. Yes, you're in charge now, Patches. You're in charge. So, 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 so. Los, mach deinen Haken kaputt und spiel deine Fiery War Axe. Hat er vielleicht keinen Mock drauf? Könnte ich auch verstehen. Wäre auch gar nicht mal so gut für uns. Ah, wie schade. So schade. Tja, manchmal passieren Schadensdinge. So, er wird ihn sowieso gleich wegmachen. Yes, it is. Upgrade. Oh. Das ist natürlich sexy für ihn, ne? Upgrade. Bisschen cool. So. Wir paniken nicht. Wir paniken nicht. Wir spielen. Ein bisschen vorsichtiger. So vielleicht. Damit wir ihn nicht verlieren. Weil ich Thorn gerade gar nicht unwichtig finde. Ah, vielleicht war es auch ganz verkehrt. Kennt ihr ja schon, Leute, kennt ihr ja schon. Ich meine, was wird er haben? Eine Corcoran Allied oder. Bloodsail Cultist, ja, natürlich. Gar nicht mal so gut für ihn in dieser Situation. Macht das wohl Sinn? Unsere Comeback-Chance. Eventuell. Vielleicht haben wir seinen Ansturm gestoppt. Habe ich nicht behauptet, man weiß nach dem vierten Zug. Na gut, gerade ist noch ein bisschen unsicher, weil er uns schon so weit runtergekloppt hat. Aber ansonsten sieht das so schlecht nicht aus. Oh. You are not the boss of me. The truth is in here. Ah, never lucky. Ist doch nicht zu fassen. Ihn hätte ich gut entbehren können. Hier den kleinen Wolf. Ach ja. Na. Wie gemein. Ich hatte nicht gedacht, dass er jetzt noch eine Waffe zieht. Ja. Das war es. Vielleicht doch noch nicht.
Ich meine, Mortal Strike bringt uns so oder so um, das ist klar. Aber das hier ist nochmal eine richtig reelle Chance. Bis er es halt sieht. Naja, oder eine Corcoran Allied oder so. Ja, ich gebe es ja zu. Ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das gewinnen. Ja, er hat es auch schon auf der Hand. Ja, ist ja ein... Mozart. Nein, natürlich nicht Beethoven. Beethovens Fünfte, auch genannt die Unvollendete. So, dann jetzt noch eine Runde mit unserem kleinen Uther. Vielleicht gegen einen Dragon Priest oder so. Wie wäre das denn? Dragon Priest? Nee, nochmal so ein Garrosh. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, ich hab's ja mitbekommen. Ja. Den da werden wir ja vielleicht sogar für drei spielen können. Gucken wir mal. Das wäre ganz schick, wenn wir das könnten. Du hast es nicht auf dem Schirm. Du kennst mein Deck nicht. Du erwartest nichts. Ja, Agro. Agro. Wenn wir sie schon mal auf dem Feld haben, haben wir sie schon mal auf dem Feld und können uns vielleicht gleich heilen oder so. Nee, er kann sich heilen. Hallo. Ja, vielleicht merke ich auch gerade so ein bisschen, dass ich die letzten drei Tage mal ein bisschen Ruhe gegeben habe hier mit dem Spiel. Aber ich musste mich mal völlig davon zurückziehen und ein bisschen entspannen. Leute, kennt ihr das auch selber, wenn ihr zu viel Hearthstone oder überhaupt so kompetitiv gespielt habt, dass ihr dann mal einen Moment Ruhe braucht? Tja. Always face. Ja, das ist nicht zu schlecht. Das geht. Die Lichter aus und was sehen wir? Eine romantische Kulisse. Der abnehmende Mond scheint über die Zinnen der verlassenen Burg Schreckenstein. Ihr wisst doch nicht, abnehmend, da kann man so ein A machen. Und andersrum kann man da ein Z draus machen. Also so ein Z, so ein Schreibschrift-Z. Oder halt so ein A. Ja, mehr Spaß mit Ping. So vielleicht. Nee, wir geben ihm natürlich nicht ins Face. Wir sind ja keine Smog-Palas oder so. Oh, Face. Face. Nee, das machen wir nicht. So, was kriege ich da ins Gesicht? Oh, du bist eigentlich ein Drachendingensbummens? Das ist ja interessant. Damit hätte ich ja nun überhaupt nicht gerechnet. Dann hat er aber einen schlechten Draw am Anfang. Wenn er nicht mal Alex Strasser. Wie heißt das noch? Alex Strasser Champion, glaube ich. Ja. Wow. Mal ganz cool jetzt hier. Wo hat er die denn her? Ist ja ungewöhnlich, oder? Haben die die? Ja, da muss ich jetzt mal einen kurzen Moment drüber nachdenken, was ich da eigentlich will. Vielleicht machen wir das trotzdem so. Ja. Ich meine, er wird sie nicht in der nächsten Runde killen können. Oder er wird es schon können. Aber wir gucken mal, was passiert. Wir hoffen einfach mal, dass er dann irgend so einen kleinen kriegt hier. Sowas. Nicht sowas gebufftes mit Divine Shield noch drauf. Das wäre ein bisschen gemein. Na? Aha. Richtig, ja. So, hier, nimm dir so an. Ja, brav. Sehr schön. Yes, obviously that was an error. So, sehr schön. Ah, das chillt mich ja jetzt doch wieder ein bisschen. Hat er dann auch Brawl? Was ist er denn jetzt für ein Warrior? Wenn er auch Brawl
hätte, wäre es richtig, jetzt nicht so viele Minions aufs Board zu bringen. Reporting for duty. Er ist auf 15, wir sind auf 20. Aber er hat doch diese Hero Power genommen. Er ist kein Control Warrior. Ja, das macht man auch lieber. Da bin ich auch ganz mit einverstanden. So, well played. Ja, Leute, habt ihr das jetzt gesehen? Wir haben zweimal mit dem eigentlich mächtigeren Discard-Lock verloren und einmal mit unserem kleinen Handbuff-Parler gewonnen. So kann das gehen. Ja, das mache ich mal irgendwie offscreen oder auch nicht. Ja, Leute, alles klar. Das war's dann für heute. Denkt dran, mir kurz zu sagen, ob ihr so einen Stream eigentlich mal interessant fändet. Dann versuchen wir da mal irgendwas in die Wege zu leiten. Und wenn ihr selber am Laddern seid, ganz, ganz viel Erfolg dabei. Nun wünsche ich euch erstmal einen super tollen Tag oder eine gute Nacht oder alles, was gerade gut für euch ist. Und wenn ihr mögt, dann ganz gerne bis zum nächsten Mal. Also, tschüssi, Leute!